Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir Hessen erfuhren in den letzten Jahren einige sehr schwere Gewalttaten. Erinnern wir uns an die schlimmen Morde von Hanau im Jahr 2020, die Amokfahrt in Volkmaßen, den abscheulichen Mord an Dr. Walter Lübcke oder den grausamen Angriff am Frankfurter Hauptbahnhof, bei dem ein 8-Jähriger und seine Mutter in das Gleisbett gestoßen wurden, das Kind durch einen Zug erfasst wurde und verstarb. All diese Ereignisse haben Spuren hinterlassen bei den Opfern, ihren Hinterbliebenen und den Bürgern. Insofern ist der Antrag zur Schaffung eines Opferfonds bei schweren Gewalttaten von landesweiter Bedeutung und von Terroranschlägen ein richtiges Zeichen. Elementar für eine angemessene Würdigung der Opfer ist unter anderem der Umstand, dass der Beirat des Opferfonds ausgewogen besetzt ist. Der Punkt 5 des Antrags besagt unter anderem, dass 5 Mitglieder auf Vorschlag der Opposition mit einer Mehrheitsentscheidung der Mitglieder des Landtags gewählt werden. Wir wollen an dieser Stelle unsere Bereitschaft zu einer aktiven Mitgestaltung anzeigen und sind uns der Verantwortung wohl bewusst. Konstruktive Zusammenarbeit setzt für uns voraus, dass die Vertreter der Oppositionsfraktionen auf Augenhöhe einbezogen werden. Dieser Antrag, meine Damen und Herren, darf nicht zum Spielball politischen Kräftemessens werden. Unser aller Ziel sollte sein, den Beitrag des Opferfonds so zu besetzen, dass es eben nicht zu einer einseitigen Gewichtung einer Gewaltform kommt oder die Definition von landesweiter Bedeutung sich auf konkrete Gewaltformen fokussiert. Landesweite Bedeutung kann für viele von uns etwas anderes heißen, denn hier werden auch individuelle moralische Ansichten eine Rolle spielen. Selbiges gilt für den Begriff Terrorismus. Deshalb ist es von Belang, dass das Spektrum des Opferfondsbeirates breit gefasst ist und die Vertreter sich gegenseitig ergänzen. Um die Wichtigkeit dieses Aspekts nochmal zu verdeutlichen, versetzen Sie sich bitte in die Lage eines Opfers oder Hinterbliebenen. Wer von Anschlägen wie den eingangs beschriebenen betroffen ist, leidet ein Leben lang. Es käme einer Verhöhnung der Opfer gleich, wenn nun spezifische extremistische oder terroristische Angriffe eher durch den Opferfonds bedacht werden als andere. Viele Hinterbliebene plagt schon die Frage nach dem Warum. Warum musste der Ehemann, die Mutter oder der Bruder ausgerechnet an diesem Tag an jenem Ort sein? Warum musste so etwas passieren? Kommt nun hinzu, dass ein Geschädigter sich fragen muss, warum findet unser Schicksal keine Beachtung? Dann würde eine ungerechtfertigte Opferhierarchie etabliert. Dies sollten wir bereits im Vorfeld vermeiden und mit der nötigen Besonnenheit an die Auswahl des Opferfondsbeirates herangehen. In dem Vertrauen auf einer gerechten und ausgewogenen Besetzung des Opferfondsbeirates werden wir dem Antrag entsprechen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.